Beim sechsten Tag der langen Gleise verwandelte sich das H3-Zentrum in Ehningen in ein Paradies für Modelleisenbahnfreunde. Auf einer Gleisstrecke von über 330 Metern konnten Besucher ihre eigenen analogen und digitalen Wechselstromzüge fahren lassen und die der anderen Besucher bestaunen. Neben meterlangen geraden Strecken gab es auch Miniaturlandschaften mit vielen kleinen Details. Der Tag der langen Gleise wird seit dem Jahr 2013 vom Märklin Insider Stammtisch 72 e.V. organisiert. Alle Eisenbahnliebhaber haben noch bis Sonntag die Gelegenheit dazu, einmal selbst bei den langen Gleisen vorbeizuschauen.